Heute werden Stefan und ich unseren ersten Rum aus Madagaskar probieren und ich bin schon sehr gespannt. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, neben mir sitzt der Stefan. Hallo. Herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Der Zama Noir Cuvée Prestige Rum, den wir hier heute haben, aus der Destillerie Zamanza, das war sehr schwer, sich das alles zu merken, ist seit 1985 auf dem Markt und der älteste Rum, der aus dieser Destille immer noch auf dem Markt verfügbar ist. Die Destille, die stellt normalerweise Rum her, der in Limousin-Fässern 10 Jahre lang reift. Dieser hier, der ist aber in Eichenfässern 3 Jahre gereift und soll sehr, sehr gut schmecken. Vielleicht nochmal eben etwas zu der Insel Madagaskar. Stefan, da hast du recherchiert. Erzähl doch mal was. Oh Gott, recherchiert. Jetzt sind wir so So hoch hoch. Genau. gegriffen. Erzähl mal. Es ist die viertgrößte Insel der Welt. Wir werden sehr wahrscheinlich gleich auch so eine leichte Note von Vanille mit drin haben, was sehr typisch ist für die Insel Madagaskar. Da kommt Genau. halt auch die Vanille unter anderem her. Ansonsten weiß ich noch aus der Recherche, dass das Ganze 5000 Kilometer Küste hat. Madagaskar ist also eine Insel, die super viel Strand hat. Und wie Stefan eben schon sagte, die Vanille ist wirklich ja bekannt für Madagaskar. Also Vanille aus Madagaskar ist irgendwie so in aller Munde im wahrsten Sinne des Wortes. Und ist halt auch hier in diesem Rum enthalten. Und nicht nur als Aroma, als Flavor oder sonst irgendwas, sondern halt tatsächlich hier in diesem Rum mitverarbeitet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir schauen uns aber vorher nochmal die Flasche genauer an. Was mir als erstes auffällt, die Flasche wirkt schlicht. Sie ist quadratisch, also rechteckig zumindest, hat scharfe Kanten und sieht sehr schlicht aus. Ja, sehe ich auch so. Ich finde, sie sieht sehr massiv aus. Ja, Sie der sind sehr Boden zum massiv, der Beispiel, Boden ist genau, sehr ja. massiv halt, sehr schön gemacht. Ja. Sie sieht auch aufgrund natürlich der Farben, die man gewählt hat, mit dem Gold, wie ich das richtig sehe, halt mit dem Schwarz drinne, sieht sie schon sehr edel aus. Ja. Was noch vielleicht zu erwähnen wäre natürlich, wir haben jetzt hier oben hier noch eine Auszeichnung von dem Rum aus dem Jahre 2011. Genau, 2011 auf dem Rum XP hat sie Gold bekommen. Genau, ein Award gewonnen, richtig halt. Wir haben einen 40-prozentigen Rum, das können wir auch sehr gut erkennen. Und ja, von der Farbe her würde ich sagen, das geht so Richtung Bernstein, sage ich mal. Eher sogar ein helleres Bernstein, finde ich, als was die Farbe Noir, also der Rum heißt ja Noir, vermuten lässt. Also sie ist deutlich heller tatsächlich, als der Name vermuten lässt. Und es handelt sich nicht um einen Melasse-Rum, sondern um ein Agricole und deswegen auch mit H geschrieben, RHUM. Dieser Rum, das ist kein Schreibfehler, sondern wird direkt aus Zuckerrohrsaft gefertigt und nicht aus der Zuckerproduktion abfallenden Melasse. Zuckerrohrsaft ist echt was Besonderes für die Herstellung eines Rums. Stefan, Ich bin gespannt. ich bin auch gespannt. Auf jeden Fall, wir machen die Flasche jetzt auf. Sehr gerne. Was dir nicht ganz so gut gefallen wird, ich habe es eben schon gesehen, es ist kein Korken. Nein. Und ich kriege trotzdem nicht auf. Trotzdem es kein Korken ist, Aber komme ich ich muss nicht ran. trotzdem sagen, mit diesem eingestanzten oben halt und mit dem goldenen Deckel sieht das schon ganz cool aus. Ja, das schon, auf jeden Ich bin Fall. natürlich ein Korkenfan halt, aber es kommt noch ein Rum drauf an, ne? Und man kommt ohne ein Messer auf jeden Fall nicht dran. Soll ich mal? Doch, warte. Jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. Erstmal riechen. Prost, mein Lieber. Ja, Prost. natürlich, erstmal riechen. Oh ja. Die Vanille sticht aber nicht so hervor. Ne? Nee, ist eher Also die ist fruchtig. nicht, genau, es ist eher fruchtig, würde ich auch sagen. Die Vanille klingt so mit, so ein bisschen buttrig sogar, finde ich. Ist sehr angenehm. Und es steht aber auch keine spritzige Fruchtigkeit, sondern so eine ganz gemächliche Fruchtigkeit irgendwie im Vordergrund. Ist Ne? ja so gut ausbalanciert, sage ich mal. Und trotzdem auch an der Nase ist schon, weißt du, schon ein bisschen die Schärfe. Also das ist schon so ein bisschen, Genau. ja, Oh, kitzelt ein bisschen. das riecht wirklich interessant. Ich rieche so Karamellnoten, finde ich. Und ein bisschen was von Zitrusfrüchten, was so, dass so spritzig in die Nase geht. Ne? So, Ja, irgendwie sind da das so kitzelt ein bisschen, Zitrusfrüchte ja. mit drin.
Und dann so eine süße Vanille, die das Ganze so, wo das Ganze Abrundet. so langsam drin rumschwingt, habe ich das Gefühl. Also schon. Oh, hier, warte, wenn du. Und ich würde auch sagen, so wenn du jetzt ganz leicht rangehst, ein bisschen Schokolade. Habe ich gedacht. Ja, Habe ich gedacht. bisschen Schokolade. Schokolade und Kokos. Kokos? Findest du? Riech Nee. mal. Ne, Kokos rieche ich Nee? nicht raus. Nee. Ich finde, das ist ein bisschen so nach. Also Schokolade, ja. Ich würde sogar sagen, eher so Richtung ein bisschen dunklere Schokolade, zartbittermäßig halt. Findest du? Habe ich wiederum nicht gedacht. Ich habe eher an. Aber ich mag auch Vollmilchschokolade lieber. Vielleicht habe ich deswegen direkt an Vollmilch gedacht. Was sich auch mit diesem butterigen, etwas butterigen so verbinden Ich ließ. würde das ja Aber erklären, wenn du. ja. Ja, gut, wenn du sagst, also Kakao könnte man schon noch, ne? Also es Ja. geht auch in die. Jeder riecht das, was er gerne mag. Jeder riecht das, was er mag. Und. Nee, stimme ich dir aber zu. Aber es riecht nicht unangenehm bitter quasi, sondern so eine Nein. ganz gemächliche Süße. Ja. Sehr geil. Wirklich so eine fruchtige, mit süße Komposition. Geil. Vanille ist wirklich, also ganz dezent. Muss Ja, also vermutlich die drin. Vanille, die ist auf jeden Fall da, auf jeden Fall präsent. Aber Vielleicht schmecken wir sie gleich. so im Untergrund, auf zweiter Ebene ist die Ja, irgendwie. das stimmt. Du hast schon gesagt, vielleicht schmeckt man sie. Sollte Vielleicht das die schmeckt man Überleitung sein? sie. Dann Vielleicht schmeckt man sie, vielleicht ja. schmeckt man sie mal. Chin chin. Prost! Prost. Ja, interessant. Im Mund sofort Schokolade. Für mich. Ja. Mit dieser fruchtigen Note auf jeden Fall. Aber das war das erste, was ich geschmeckt Die. habe im Mund. Ja. Und es schmeckt tatsächlich nicht so süß, wie ich es erwartet habe. Ja. Es schmeckt ein bisschen herb tatsächlich im Nachklang direkt. Und hat aber trotzdem einen sehr weichen Geschmack. Ja, es ist süß, also definitiv. Aber nicht so krass süß, wie ich vermutet hatte, sondern wie du sagst, die Schokolade kommt raus. Das heißt, man hat tatsächlich so eine leichte, ja, Bitterschokolade, nicht ganz, aber so 60% Schokolade, das weiß ich. Also schon Also, zart bitter, aber ja, genau. nicht bitter an sich. Genau. Und ich muss sagen, wie du schon erwähnt hast, er ist wirklich weich. Also auch im Abgang ist er sehr weich. Natürlich Ja, sehr weich. Schärfe, ein Ja, bisschen ja. klar, aber Nee, aber total weich, wirklich. Also. ja. Und man hat so eine. Auch beim zweiten Mal riechen so eine Würze, ne? So eine leichte Würze hinter dieser Vanille noch. Ich finde, es ist ein Allrounder. Er hat viele verschiedene Facetten, aber es verfliegt recht schnell. Also wenn du ihn getrunken hast, er ist nicht so langanhaltend im Mund, Ja. nicht ganz so komplex, sage ich mal, in dem Moment halt. Das stimmt. Das ist mir so leicht aufgefallen jetzt halt. Ja. Es ist wirklich ein sehr guter, aber das ist so eine Sache, wo ich sage, es gibt da natürlich noch komplexere, die langanhaltend sind Die halt. Aromen im Mund, die verfliegen halt relativ Ja. schnell, ne? Das ist richtig. Also das, was er so an Milde mitbringt, macht ihn aber auch tatsächlich ein bisschen flach. Das stimmt. Ja. Er ist halt wirklich sehr schnell im Mund. Man muss den nächsten Schluck schnell hinterher nehmen, So auf ist jeden es, Fall. genau, ja. Obwohl, während ich jetzt rede, spüre ich, dass so eine leichte, diese Herbe, diese Holzigkeit noch im Rachen bleibt. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist nämlich das, was ich auch gespürt habe. So. Die erste Idee ist Vanille, süß, oh, Schokolade, wie du auch gesagt Bisschen hast. Frucht dabei. Und dann ist, oh, Weg. weg. Genau. Ja, ist mir auch aufgefallen. Genau. Es ist sehr ausbalanciert. Ja, auf jeden Fall. Schokolade, es Aus, ist leicht ausgewogen, wie man so schön sagt. ausgewogen, ja. Ausgewogen, genau. Es ist leicht süß, es ist leicht fruchtig, es ist eine leichte Vanillenote bei halt. Wobei die Wobei. Fruchtigkeit bei mir beim Geschmack weniger präsent ist tatsächlich als beim Riechen. Von der Fruchtigkeit würde ich sagen, ist das aber so eine vollreife Banane eher, nur so eine Ja. dunkle, süße, schwere Frucht Also keine irgendwie. Zitrusfrüchte, nein, nein, Nee, das auf ist gar keinen schon, Fall, genau. ja. Eher so. In Rum eingelegte Banane. Ja, sowas. Gereifte. Aber kann das sein, dass eine Schärfe drin ist? Sowas wie Ingwer, kann das sein? Kann das also Doch. Nuancen? Ja, irgendwie ist da so eine Pfeffrigkeit, so eine. Ja, e tatsächlich Aber eher Ingwer, wo du sagst. so eine frische Genau, es Schärfe ist halt, nämlich so eine. richtig, es ist nämlich nicht so eine harte Pfefferschärfe, sondern eher so fruchtig Schärfe. Genau, Ingwer würde da reinpassen. Du hast recht. Das stimmt. Also, Nice. ja, Auf wirklich jeden nice, Fall. ja. Ja, trotz Drehverschluss sozusagen. Kommst du drüber weg, ja? Der Rum hat's wieder Der Rum rausgeschlagen. hat's rausgeholt, sehr gut. Ihr Lieben, wenn ihr einen Agricole sucht, der
wirklich gut schmeckt, Vanillenoten hat, eine Fruchtigkeit hat und trotzdem nicht zu süß ist tatsächlich, der wirklich gut ausgewogen, auch wenn wir das eben gerade so mit einem Lächeln von wegen ausgewogen gesagt haben, der wirklich ausgewogen ist, der also vielen Leuten schmecken wird, da seid ihr hier auf jeden Fall bei diesem hier richtig. Also den solltet ihr euch mal mit auf die Liste setzen. Und da habt ihr vor allen Dingen auch was Besonderes, alleine schon, weil es mal ein anderer Grundstoff ist als der sonst immer verwendete Melasse. Wir haben hier einen edlen Grundstoff, nämlich direkt das Zuckerrohr. Schaut euch den mal an. Mir hat er geschmeckt, auf jeden Fall. Ich fand auch sehr lecker. Und noch vielleicht dazu gesagt, es gibt ja auch gerade, wenn man sowas verschenken möchte. Ja. Ich weiß, manche, die noch rumleihen sind, sage ich mal, für die kommt es natürlich immer gut, eine schöne Flasche geschenkt zu bekommen, ja, wo auch noch so ein schönes Siegel drauf ist halt, natürlich so eine Auszeichnung, eine Goldauszeichnung, das macht sich, auch was her. Das macht sich tatsächlich auch gut für Einsteiger oder so, ist das eine gute Flasche, ne? Finde ich auch. Vom Aussehen sowieso, genau, also da hat man auch als Geschenk was in der Hand, das stimmt. Und vom Geschmack her wird es auf jeden Fall den meisten munden, denke ich auch. Also, das ist ein Arounder halt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, sehr gut. Ich bin froh, dass ich ihn probieren konnte. Bleibt dem Kanal auf jeden Fall gewogen. Und Stefan und mir, ihr könnt jetzt direkt im Abspann sehen, welche Videos wir noch zusammen gemacht haben. Und sonst schaut auf rumtastisch.de vorbei. Da findet ihr den hier zum Beispiel im Suchfilter und auch andere noch von, hier, der wird vertrieben von Haromex. Auch andere, die auch von Haromex vertrieben werden, könnt ihr da nämlich finden. Und schaut mal da vorbei. Vergesst nicht zu abonnieren und dann nach diesem langen Outro, irgendwie kriege ich die Sätze nicht mehr zusammen, ne? War doch gut. Verabschiede ich mich. Und Stefan auch. Ich bin ganz begeistert. Genau. Wir verabschieden uns und sagen nüchtern bleiben. Prost. 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 Kling.